Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und ja, es ist endlich mal wieder eine reguläre Standardfolge. Allerdings ist der Film nicht ganz so Standard, denn er hat's in sich und der Kani hat so viel Angst, dass er einfach wegblim ist. Dafür sind der Mike. Servus und habe die Ehre. Und der Corby, servus und habe die Ehre, dabei. Servus Corby. Oh, hallo. Und Mike, über was reden wir denn heute? Wir haben eigentlich so der gut gelaunte Film-Podcast, aber heute reden wir über einen Film, der ja so manche gute Stimmung doch ganz schön zunichte machen kann. Und zwar reden wir über den neuen Film vom Oz Perkins mit dem Titel Long Legs. Mit Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage, ja, der auch Produzent unter anderem war. Und alter Schwede, also es ist wirklich einer der gruseligsten Filme, die wir so in den letzten gefühlt 10 Jahren gehabt haben, oder? Weiß jetzt nicht, ob es so weit geht hat, aber also schaurig schon, ja. Also er verursacht unglaubliches Unwohlsein die ganze Zeit. Ja. Das letzte Mal, wo ich so auf einen Film reagiert habe, war nach dem Kinobesuch von Hereditary. Das war so ein Ding, das mich auch ja, beeindruckt und ja, beeinflusst, mag ich nicht sagen, aber der, wo schon nachhaltig noch in Gedanken blieb ist und Filme, über die man noch länger nachdenken muss, weil ja, es wird in dem Film ja auch nicht alles eben aufs Brot gestrichen, man kann ein bisschen selber interpretieren und das Ende lässt dann auch einfach so sitzen und ja, also ein wahnsinniger Film, auf jeden Fall. Ich bin bei dir, wenn du sagst, der ist unglaublich intensiv. Ob jetzt der gruseligste ist, weiß ich nicht, aber er ist für mich auf jeden Fall schon mal einer von meinen Top-Filme des Jahres, würde ich fast behaupten. Mei, wenn man so ein bisschen an das zurückdenkt, was so die letzten Jahre rausgekommen ist, ist es auf jeden Fall ein Phänomen. Also er sticht auf jeden Fall raus, das kann man schon mal sagen. Und das Schauspiel von Nicolas Cage, würde der Name nirgends stehen, höchstwahrscheinlich auch nicht erkennen würde. Also sowohl von der Stimme her als auch vom Aussehen her nicht. Ja, weil wir den Screener auf Englisch gesehen haben. Wenn jetzt du die deutsche Synchro hast, dann kennst du das wahrscheinlich sofort, weil ein Cage seine Stimme ja so ja, markant ist, sage ich jetzt einmal. Es kann, ja, aber ich möchte gerade den Schauspieler loben. Also von dem her, für das, dass wir sie im Original gesehen haben, hat er die Stimme schon verdammt gut verstellt. Ja. Also, weil wir gerade noch mal wegen dem Screener geredet haben, also wir haben ihn vorab sehen dürfen, leider jetzt nicht im Kino direkt, weil irgendwie bei uns in der Nähe und hat es keine Pressevorführungen gegeben. Dafür haben wir von Vollkontakt und dem DCM-Team quasi einen Screener zugeschickt gekriegt und den haben wir uns anschauen dürfen im Originalton. Und der Film kommt jetzt am 8. August in die Kinos. Und mir sagen wir euch jetzt, warum das euch das Ding unbedingt anschauen müsst. Richtig, richtig. So, jetzt ist einem von uns natürlich die dankbare Aufgabe zuteil, zu erklären, um was es in dem Film geht. Ich versuch's einfach mal. Es geht um den besagten Longlegs, der anscheinend ein Serienmörder ist und seit mehreren Jahren sein Unwesen treibt. Wobei man nicht richtig erkennt, was dieser Serienmörder denn tut, weil es führt dazu, dass Familienväter erst seine Lieben umbringt, also Frau und Kinder und so, und dann am Ende sich selbst. Und es wird, also am Tatort werden immer Briefe dann aufgefunden mit okkulten Zeichen und der Unterschrift Longlegs. Und der Film beginnt gleich mal mit einer ganz creepy haften Rückblende, wo man in so einem komischen Filmformat dann ein kleines Mädel dann sieht, das dann beobachtet wird scheinbar von irgendjemandem, der mit dem Auto dann dahin gefahren wird. Und sie geht raus und dann ruft jemand ganz fröhlich nach ihr, Kuckuck. Sie dreht sie um und da steht der Longlegs und fängt gleich mal an mit einem ziemlich, ja, auch wieder creepy Spruch. Und dann geht's praktisch los zu der FBI-Agentin, um die es dann in dem Film geht, um die Lee Harker. Die spielt allerdings dann mehrere Jahre
drauf. Der Film selber spielt, glaube ich, Mitte, Ende der 90er, kann das sein? Ich habe jetzt geschaut, weil also man sagt ja quasi, es gibt keine Zeitangabe. Ja. Aber in dem Büro von dem FBI-Typen sagt man ja ein Beutel vom Clinton. Ja. Und ein Clinton, seine Amtszeit war von 1993 bis 2001. Also irgendwo in dem Bereich zeitlich ist Longlegs quasi angesiedelt. Habe ich der dann so nichts falsch gesagt? Nein, überhaupt nicht, warst du gut. Auf jeden Fall, die Lee Harker hat selber auch so was Ähnliches wie einen sechsten Sinn, weil sie geht halt dann mit ihrem Partner auf Verbrecherjagd und sie kann allein durch ihre Sinne erkennen, ob gerade der Verbrecher in einem bestimmten Haus ist oder nicht. Ja, wie es der Zufall so will, hat sie sogar recht und da ist der Verbrecher drin. Der schießt allerdings dann ihren Partner und ja, dann ist sie erstmal wieder auf sich allein gestellt, aber kriegt halt dann den Fall von Longlegs. Und was das für eine Verbindung hat, darüber versuchen wir jetzt einigermaßen spoilerfrei zu reden, oder schaffen wir das überhaupt ohne Spoiler? Na, das ist schwierig. Ja, ich darf jetzt schon sagen, dass wir es ohne Spoiler probieren auf jeden Fall, weil der Film ja jetzt doch so top aktuell ist. Und vor allem, ich glaube, er macht um einiges mehr, ja, Spaß ist nicht das richtige Wort, sondern er wirkt um einiges mehr, wenn man wirklich so wenig wie möglich über den Film weiß. Ja, und das, glaube ich, ist auch den Produzenten bewusst und deswegen ist auch der Trailer so geschnitten. Also der Trailer ist jetzt wirklich eine Sache, wenn ich das sogar sage, der Trailer, der verrät euch wirklich gar nichts. Es sind nur ein paar so Schnipsel, dass ihr die Stimmung ein wenig einfangt vor dem Ganzen. Und aber die wirkliche Handlung und um was es da geht, das sparen sie dir aus und das fand ich cool. Dann versuchen wir es jetzt mal irgendwie spoilerfrei ein bisschen zum Erklären. Ja, sie wird natürlich in den Fall dann irgendwie persönlich mit reingezogen. Also man merkt dann schon, ihr wird dann aufgelauert und man ist sie dann jetzt sicher, ist jetzt Longlegs wirklich ein Serienmörder? Ist es überhaupt ein Mensch? Ist es eine Entität? Ist es vielleicht nur ein Gefühl? Wer weiß? Wer weiß. Und der Killer hinterlässt ja quasi an jedem Tatort so kryptische Briefe mit Schriftzeichen, die jetzt keiner in irgendeine Verbindung bringen kann. Aber die Lee, da du ja schon gesagt hast, sie hat ein bisschen so übernatürliche Fähigkeiten, wo es mir jetzt nicht sagen kann, also sie ist jetzt kein Superheld oder sonst was. Also sie hat jetzt den sechsten Sinn, oder? Sagen wir es ja, so. Genau. Und sie kommt dann quasi drauf, wo es diese Briefe von diesem Longlegs, wo es da drin steht und was da für Botschaften dahinter sind. Das fand ich ja schon so cool. Also, wenn sie da sitzt und sie, ihr Schauspiel ist ja Wahnsinn von dieser, jetzt muss ich schon schauen, wie heißt die Schauspielerin? Weil die Micah Wahnsinn ist die, Monroe. Genau, die kennt man aus It Follows zum Beispiel und der Schauspiel ist Wahnsinn. Also die, ja, die steht schon irgendwie so direkt total neben sich irgendwie, also da kennst du mit der stimmt schon von Haus aus irgendwas nicht. Und das Einzige, was sie eigentlich, glaube ich, oder was man meinen kann, was sie vom Wahnsinn fernhält, ist eben ihr Job. Und sie kommt eben dann diesem Mysterium des Longlegs auf die Spur. Und da war ein Stell dabei, die fand ich so geil, weil es ist ja im ganzen Film über so, dass die Kamera so statisch ist. Also das ist ganz selten, dass irgendwelche schneller Schnitte gibt oder irgendwas, sondern es ist wirklich nur so, wie sich die Figuren bewegen oder irgendwas, so geht dann die Kamera mit einer mit. Oder man sitzt mal in einem Auto drin und auf der Rücksitzbank und da werden die zwei Leute gefilmt, die quasi im Auto drin sitzen und reden miteinander und da passiert gar nichts. Also da gibt es keinen Schuss, Gegenschuss oder irgendwas, sondern nur diese statische Kamera. Oder gleich am Anfang, wenn es dann irgendwo ins Haus reinkommt und du siehst den ganzen Gang, du bist am Ende des Gangs mit der Kamera und du siehst sie am Ende des Raums stehen und dieses Bildformat, was wir mir haben und denken, die Leute, die wirken immer so verloren, obwohl sie in einem ganz schmalen Raum sind. Und da gibt es eben die Stelle, wo sie diese Briefe da entschlüsselt und dann siehst du quasi, oder du hast ja schon mitgekriegt, dass jemand bei ihr im Haus war und so und dass der Brief da bei ihr hingelegt worden ist. Und dann sitzt sie quasi mit dem Rücken zur Tür. Boah. Und der spult der Film die ganze Zeit. Boah.
nicht nur in der Szene, aber allgemein, der spielt die ganze Zeit mit deinen Erwartungen. Ja. Und du denkst die ganze Zeit, boah, scheiße, dreh dich um, da muss doch, jetzt kommt gleich irgendwas. Du gehst einfach davon aus, das ABC des Horrorfilms ist eine offene Tür, der Hauptdarsteller sitzt mit dem Rücken zur Tür, jetzt kommt da einer und bragt's ab. Macht aber der Film anders. Also sie haben es doch auch ganz oft so, also wirklich dann so gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass da nie was passiert. Du wirst schon genau aufpassen. Da passiert schon ab und zu mal was. Genau, aber es ist nicht immer on the nose. Es ist nicht immer so, dass dann wirklich der Boogeyman rausspringt und Bu schreit und alle sitzen im Kino, haben ein nasses Höschen, sondern das zermürbt einen so direkt. Weil du die ganze Zeit auf Sachen wartest, die dann oftmals nicht kommen oder dann anders kommen, als du erwartest. Und das ist das absolute Plus von dem Film. Das hat der Oz Perkins wirklich bis zur Perfektion, bis zur letzten Szene einfach toll, toll inszeniert. Es ist so, als wenn jemand in eurem Hirn rumrührt. Mal schneller und mal langsamer. Also nach dem Motto, jetzt pass auf, jetzt kommt wieder ein neues Element. Weil das, wo es mir dann irgendwann fast schon gereicht hat, wo ich mir da gedacht habe, oh fuck, jetzt hört's bitte auf, war dann das Element mit den Puppen. Mhm. Ja, es kommen Puppen vor, jetzt kein Annabelle oder so. Oder ein Chucky. Aber ich hab die gesehen und hab sofort Panik gekriegt, wirklich. Weil ich mir dann auch gedacht hab, boah, scheiße, die bewegen sich jetzt gleich und was wird's mit denen die Puppen auf sich haben? Und man denkt natürlich ja gleich an irgendwelche besessenen Dämonenpuppen, die dann vielleicht die Morde begangen hat. Wer weiß? Tja. Was ich dann auch noch sehr beeindruckend gefunden habe, und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das die richtige Schauspielerin ist. Ah, doch, da Elisabeth, die ihr Mutter spielt, die Ruth Harker. Hey, ich habe zuerst gedacht, das ist sie wirklich in alt. Also, dass sie jetzt irgendwie, wie nennt man das, wenn man es mit so Art CGI älter macht? De-aged. Also, de-aging ist, wenn du das jünger machst, aber wenn du das älter machst. Das weiß ich nicht. Up-agen, keine Ahnung. Up-agen. Sie haben es up-geaged und dabei ist es eine eigenständige Schauspielerin. Ich habe dann auch geschaut, ob die irgendwie miteinander verwandt hat oder so. Aber es ist irre. Also wirklich irre. Sie haben es gut gemacht. Und auch wie sie diese fertige Frau spielt, unglaublich gut. Ja. Hast du von diesem Regisseur vom Oz Perkins, hast du von dem schon mal einen anderen Film gesehen? Nein. Wenn du jetzt sagst, der hat der Zauberer von Oz gemacht, dann muss ich lachen. Er ist ja der Sohnemann vom Anthony Perkins. Und Anthony Perkins, den kennen wir alle als Norman Bates in Psycho. Genau. Der hat, ich habe jetzt ein paar Sachen vor ihm gesehen, und zwar diesen Gretel and Hansel. Mhm. Den hast du auch nicht gesehen. Der war ziemlich cool, aber halt auch wieder so verstörend. War jetzt ein wenig so abstrakte Version von dem Hänsel- und Gretel-Thema. Dann gibt es also den Netflix-Film I'm the Pretty Thing That Lives in the House, den ich jetzt nicht gesehen habe, aber was ich an jedem da draußen empfehlen könnte, ist Die Tochter des Teufels. Der hat nur einen anderen Titel, den englischen Titel, den weiß ich jetzt nicht. Und da spielt die mit, diese Sabrina jetzt spät, total verhext, in dieser Netflix-Serie. Und das war auch von der Stimmung her so zermürbend wie jetzt der Longlegs. Also Oz Perkins, den sollte man sich wirklich auf seinen Bierdeckel schreiben, weil der wirklich coole Materie abliefert. Du meinst die Abenteuer der Sabrina, oder? Sabrina total verhext ist die aus den 90ern. Ja, das... Ich weiß, was du meinst. Ja, The Scary Adventures of Sabrina. Also diese Netflix-Serie, die gute auf alle Fälle. Die gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall. Habe ich so noch nichts von ihm gesehen, aber sagen wir mal, der Film macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Weil da hat jemand schon sein Handwerk sehr gut verstanden. Also das muss man schon sagen. Ja. Und ich kann es auch voll verstehen, wenn bestimmte Leute sagen, ja, den kann man vergleichen mit Sieben oder Schweigen der Lämmer und so. Verstehe ich voll, weil wir da eben in diesem Thriller-Element da drin sind. Nur hat für mich Longlegs nur ein paar so Asse im Ärmel, die jetzt die anderen Filme irgendwie nicht gehabt haben. Oder ja, so bestimmte Story-Wendungen oder Reveals, da wo einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat in den Filmen gegenüber. Und das fand ich halt wirklich ganz stark. Also es ist wirklich komplett humorfrei, komplett entschleunigt, aber halt maximal spannend. Also ich habe schon mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja okay, der erste Alien ist langweilig, wo ich auch sage, ja okay, weiß ich jetzt auch nicht, wo es jetzt da langweilig ist. Aber wie gesagt, es ist
Vom Aufbau her ist das schon sehr langsam, aber die Geschichte ist so spannend, dass er über die ganze Laufzeit drangen werden kann. Und dafür ist er halt wirklich auch voll überraschend und, wie du sagst, auch wirklich verdammt gruselig. Also, ich war richtig geflasht und ich bin eigentlich alle da draußen ein bisschen neidig, dass das den jetzt im Kino schauen dürft. Vielleicht schaue ich mir im Kino nochmal an, aber das Ding ist richtig zermürbend. Bei Orm muss ich da widersprechen, komplett humorbefreit ist er nicht. Was? Also es gibt schon ein paar Szenen, da bin ich schon da gesessen und habe so leicht schmunzeln müssen. Also gerade wenn sie am Anfang mit ihrem Partner agiert und ihr Partner so vor sich hin plappert, habe ich mir gedacht, halt doch einfach die Fresse. Und ähnliches Papa-Maul, der dann sie einfach mit nach Hause nimmt, ist ihr Chef. Ja, und stimmt. Da auch diese Situation, wenn es dann bei in dem Kinderzimmer drin sitzt und so, da habe ich mir gedacht, das ist gerade so leicht bizarr. Habe ich eher schmunzeln müssen. Und wer das vielleicht beabsichtigt oder unbeabsichtigt macht, ist ja auch unser lieber Nicolas Cage, der mit seiner doch sehr fröhlichen, creepy Art den einen oder anderen raus hat, wo man sich denkt, was bist du für ein Typ? Ja, aber das ist aber dann so dieses, ich glaube, dieses Weglocher vom Angespannter, weil das, was der da abliefert, ist ja wieder mega gestört. Ja. Also, ja. Also, erst einmal kennt man fast nicht mit dem ganzen Make-up und so, was er drauf hat. Und das, was er dann, oder er hat ja verdammt wenig Screentime. Also, ich kann es ja verstehen, dass dieses Marketing sich nicht komplett auf den Cage stürzt, weil es ja ein bisschen eine Mogelpackung wäre, weil viel sieht man ja nicht. Aber das, was er dann, wo man dann sieht, das ist wirklich beeindruckend. Das macht er wieder stark und das zeigt uns wieder, warum der Nicolas Cage einer von den besten Schauspielern ist, die wir in Hollywood haben. Amen. Es ist halt auf jeden Fall auch einer der großartigen Nicolas Cage-Filme, die jetzt in den letzten Jahren rauskommen sind. Bei Mandy, da haben wir ja so ein bisschen seinen Aufschwung wieder gesehen, aber halt im Genre, genauso wie bei Pick, also den ich auch sehr gut gefunden habe, rein vom Schauspiel her. Ja. Und jetzt dann mit Longlegs muss ich halt echt sagen, also der Typ hat wahrscheinlich seinen Zenit noch gar nicht richtig erreicht. Ja. Und er irgendwie hat er momentan ein wenig so seine Form gefunden, wo er hinkehrt. Und das macht er momentan sehr gut. Ja. Gern weiter. Weg vom ganzen Mainstream, sondern eher so in die kleinen Sachen. Da, das steht ihm. Ja. Das steht ihm. Was ich auch noch sehr geil fand, das sind diese, wie wir schon gesagt haben, dass er mit der Kamera, dass es so statisch ist, aber er hat noch ein paar so Spielereien mit drin, wo du vorhin schon gesagt hast, da diese mit dem Bildformat, du siehst quasi alles, was in der Vergangenheit spielt oder was eine Rückblende ist, siehst dann im 4:3-Format mit Kriselbeitel und wie wenn es von so einer Super-8-Kamera abgespielt werden darf. Und das fand ich auch sehr stimmig, weil so ziemlich alles, was du da in diese Rückblenden siehst, ist massiv verstörend und das tragt halt nochmal voll dazu bei, die visuelle Spielerei mit dem Film, mit dem Bildformat. Mega. Das ist schön. Ja, definitiv. Weißt du, warum der mit so einem Versatz praktisch bei uns dann anläuft? Das ist jetzt doch fast der ganze Monat. Nein, weiß jetzt gar nicht. Also, der läuft ja in Amerika schon viel länger. Aber wie gesagt, warum der jetzt bei uns erst so spät kommt, vielleicht wollten sie ein bisschen ein Ding haben, ein bisschen Luft zwischen Wolverine und Deadpool oder so, dass ja, weiß ich nicht, weil es ist ja eh schwierig, dass du im Sommer leider so ins Kino lockst und dann noch mit so schweren Stoffen und dann noch die Konkurrenz zu Marvel und so, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an dem, ich kann das nicht sagen. Ja, das spricht halt dann eigentlich auch wieder dagegen, dass man dann überhaupt auf ein Kino-Release dann wartet, sondern dann kann man sie einfach so raushauen. Ja. Naja. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie groß dieses Kino-Release, ob das nicht recht limited ist oder ob wenn der am 8. August anläuft, ob der bei uns im Kino überhaupt dann startet, weil bei uns im Kino ist ja Maxine zum Beispiel ja auch nicht gelaufen. Mhm. Also das ist immer so eine Sache, wie groß das dieser Kino-Run dann ist. Solltet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, diesen Film auf Englisch zu sehen, dann macht's das. Weil, wie es der Mike vorhin schon gesagt hat, in der deutschen Synchro wird es wahrscheinlich gar nicht so auffallen, dass seine Stimme da so extrem anders und creepy ist. Aber im Englischen, da, boah, allein wenn ich drüber denke, beidelt's mich. Muss dir vorstellen, du liegst allein in der Nacht, es ist dunkel auf deiner Couch und auf einmal hörst du vom Gang draußen, Kuckuck.
Ja, drei war es wirklich nur Vogel, oder? Gut, bei dir ist es nicht so abwegig, dann steht vielleicht ein Kind da. Ja, oder wirklich der Kuckuck draußen am Fenster. Ach so, okay. Ja, aber ich hätte normal nie da, wenn ich im Kino geschaut hätte, aber wie gesagt, der Film ist gelaufen und dann ist der Soundtrack, ich fand den Soundtrack Wahnsinn, dass ich dann während des Films noch 40 Minuten mal auf Pause drücken hab schauen müssen, wer den Soundtrack macht, wo kriege ich den her, und dabei hat es dann wirklich so eine Seite geben, wo ich den dann nur so eine limitierte Auflage vom Soundtrack mir kaufen habe können. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich den dann nochmal hören darf, weil das ist wirklich ein Wahnsinn, wo es auf der Tonspur basiert. Mhm. Und habe ich mir kaufen müssen. War sehr geil. Sehr schön. Gut, weil im Prinzip, wir können gar nicht so viel jetzt nur drüber reden, wenn wir spoilerfrei bleiben wollen. Ja. Deswegen will ich nur kurz eine kleine Anekdote ranbringen bezüglich des Marketings oder bezüglich des Trailers, was du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Es gibt eine bestimmte Szene, wo der Nicolas Cage vorkommt und die Lee Harker beziehungsweise, wie heißt die junge Dame, Micah Monroe, hat auch nicht gewusst, wie er ausschaut. Hat auch nicht gewusst, was da auf sie zukommt. Und in dieser bestimmten Szene haben sie dann ein Mikro an ihr, also bei ihr an die Brust geschnallt, da wo ihr Herz ist. Und der Herzschlag, den du im Trailer hörst, ist ihr Originalherzschlag, der nach oben ging. Und zwar von einem Puls von 70 auf 170, weil sie so extrem nervös war. Und sie wahrscheinlich also wahnsinnig gegruselt hat. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir verstehen. Ist unfair, oder? Wenn man sowas macht. Ja, schon. Das ist eine richtige Sauerei. Möchte man wirken wie eine coole Sau und dann machen die sowas. Genau. Unverschämtheit. Na, aber das ist natürlich super, weil das zeigt, wie authentisch der Film dann auch nochmal zusätzlich ist. Mit einem Budget von 10 Millionen ist es ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man da so extrem in der Thematik dann mit einsteigt. Ja, und er ist ja Mords Erfolg gewinnt jetzt, gell? Also er ist ja jetzt eigentlich schon ein Hit, obwohl er noch nicht über die Klaffe ist und so. Also das ist cool, wenn einer mit so geringen Mitteln so einen Film aufstellt, der dann auch noch so einschluckt. Das finde ich immer respektabel, das mag ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da so ein Mini-Franchise aufgebaut wird. Das kann schon sein, wo es mir jetzt dann auch zu meinen Tops und Flops bringt. Dann? Bitte. Mein Top und mein Flop sind nämlich das Gleiche. Oh, jetzt wird's verrückt. Und das ist das Ende vom Film. Also ich habe selten, dass ich bei einem Film da sitze. Und man muss dazu sagen, ich fange von vorne an. Der Film hat rund so 90 Minuten oder 1,5 Stunden. Er ist nicht lang. Ich glaube, es sind wirklich bloß 1,5 Stunden. 90 Minuten sind es gar nicht. 1,5 Stunden. Und da bist du mit den Figuren so vertraut und du möchtest eigentlich wirklich jetzt dann auch alles wissen und du vergunst denen natürlich dann auch ein Happy End. Und dann kommt dieses Ende, wo ich jetzt nicht sage, es ist ein Happy End oder nicht, nur es ist so unerwartet und ich hätte noch so viele Fragen und ich möchte so gerne wissen, wie es weitergeht. Und dass dieser Film schafft, dass du dann nicht einfach sagst, ja, cool, hat jetzt passt, mache ich aus und leg mir einen Arsch. Aber das war wirklich nur so ein Film, da bin ich da gesessen und der hat mich wirklich auch noch beschäftigt, eine Zeit lang. Und das ist eben die Sache. Ich finde es geil, dass er mich so berührt hat und dass ich dann wirklich auch wissen möchte, wie es weitergeht. Aber dass ich glaube, dass da eben auch nichts mehr kommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Long Legs 2 kommt, der das Ganze jetzt da noch ausweizt. Ich möchte einfach gerne wissen, wie es weitergeht. Und da, glaube ich, kommt eben nichts mehr. Und das finde ich halt... Das war so typisch Carpenter-Ende irgendwie. Das war einfach mit einem Gore und zack und Zuschauer, leg mir Morsch jetzt geh aus. Jetzt komm selber klar mit deinen Emotionen. Und genau. So, ich glaube schon, dass da eine Fortsetzung gibt. Aber gut, es ist ein Prequel, das sie natürlich viel mehr nochmal anbieten. Aber ich kann mir da durchaus vorstellen, dass das Potenzial hat, dass wir das dann noch weiter ausbauen. Wenn ein zweiter Teil kommt, Corbin, dann kriegst du ein Kastenbier von mir. Okay. Und ich hab das alle gehört. Ich hab das alle gehört da draußen. Ne? Sehr gut. Bitte irgendjemand aufschreiben von der Community. Das du, jetzt haben wir es doch eh nicht schwarz auf weiß, aber wie sagt man, auf Audio gebrannt. Sag ich doch. Und jedes Mal, wenn wir zwar reden, dann muss jemand reinkommentieren, vergesst zwei die Kastenbier nicht. Nein, ich bin ein Ehrenmann, Corbin, ich erinnere dich dann. Sehr gut. Mach ich.
Wie schaut es bei dir aus, Lumpi? Top und Flop. Ich fange mit dem Flop an und das ist, mein Gott, man muss ja bei uns was Negatives sagen. Die besagte Szene mit dem Kinderzimmer, weil man dann denkt, also wenn jetzt ich jemanden, wo es eh schon sehr spät ist, mit nach Hause nimmt zu meiner Familie, dann sitzt sie diese Person doch ums Verrecken in das Kinderzimmer meiner Tochter. Was ist da, wo denn sie los? Dann zum Geburtstag eingelohnt wird, oder? Ja, genau. Ah. Also es ist alles nur komisch. Okay. Ja, vor allem, da sie ja auch nicht der netteste Umgang ist irgendwie. Sie ist schon seltsam. Genau, richtig. Ja. Also, ist ein bisschen strange. Ja, top. Also, es ist jetzt ein bisschen offensichtlich, aber das Schauspiel vom Nicolas Cage, absolutes Highlight von dem Film. Ich glaube zwar auch, er würde sehr gut funktionieren, wenn es ein anderer Schauspieler wäre und versucht, das ein bisschen creepyhaft drüber zu bringen, aber er auch nochmal, und wie schon gesagt, wenn man es im Original gehört hat, mit seiner Stimme und den Stimmlagen, wie er dann manchmal singt, ist einfach nur großartig. Ja, geh mit. Gut, jetzt wird es kompliziert. Und zwar unser Triple Threat. An und für sich hätte ja Longlegs verdient, dass er alle drei kriegt, aber ich glaube, wir haben da jetzt nicht so viele Chancen, oder? Haben wir überhaupt irgendwas? Haben wir mir Tippen, Mike? Nein. Ey, ja, und Trompeten? Nein, auch nicht. Tote Tiere? Nicht einmal die haben wir. Nicht einmal einen Cheeseburger essen, das soll da könnte ein wenig ein Rind drin sein, aber gar nichts. Also unglaublich, unglaublich. Jetzt müssen wir eigentlich das nochmal zurücknehmen, dass der Oz, wie heißt der? Perkins. Oz Perkins da so gute Arbeit hingelegt hat, weil, also bitte, gibt es ihm halt ein bisschen mehr Mühe. Baut's mir er holt sich ja allgemein so also zurück. Es ist ja auch gewalttechnisch, es ist ja auch nicht so viel los. Da siehst du mal so vollendete Tatsachen und so, aber das jetzt da so richtige. Ich habe gemeint, der war gröber von der Gewaltdarstellung her und so. Also weil der früh im Off passiert, meinst du? Ja, genau, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also wer mir wieder so einen richtigen Stimmungsverderber Bock hat und wie gesagt, ich sag's jetzt nochmal, die Richtung Hereditary, also richtig einen grimmigen Bastard. Wir haben zwar jetzt hübsch, also weniger Drama drin wie bei Hereditary, sondern mehr Ermittlungsarbeit und so, aber wer mir wieder so richtig Bock hat auf schlechte Laune und einen richtig geilen Horror-Thriller, sage ich jetzt einmal, der ist bei dem Film voll richtig. Also stehe ich dahinter, bis jetzt einer von meinen Top 10 Filmen vor 2024. Fand ich sehr, sehr geil. Ja, Dito. Ich würde den Film sogar in die Schublade mit Sinister reinstecken. Ja, das ist eine ähnliche Nummer. Wobei ich mir jederzeit Longlegs anschaue, bevor ich mir nochmal Sinister anschaue. Weil Sinister schon tausendmal gesehen hast und Longlegs nicht, oder? Nein, weil ich Sinister so schlimm finde. Ah, okay. Bist du einer von denen, die quasi bei diesem Science-Projekt, mit dem Scare-Science-Projekt, der war ja Sinister ewig lang auf Platz 1 als der gruseligste Film aller Zeiten, weil die Probanden bei dem Film total durchdreht sind. Ey, ich sehe das so. Also ich verstehe das auch. Aber reden wir nicht über Sinister, sondern ja, empfehlen eigentlich nochmal, geht's ins Kino, schaut sich Longlegs an, wenn es nicht so den breiten Kinostart bei uns gibt, dann sobald der verfügbar ist, reinziehen und anschauen, weil das wollte ich unbedingt nur sagen, also wenn Longlegs im Rahmen vom Hardline gelaufen wäre, hätte ich es verstanden. Ja, hätte ich ja. Also, ja. Flo wird jetzt da sitzen, der Veranstalter vom Hardline den Kopf schütteln und sagen, mein Gott, sind das Idioten. Ja, das ist zwar voll passend. Gut, dass die nicht in dem Sichtungsteam dabei sind, die zwar voll deppen. Aber er ist anders. Er ist anders und das mögen wir mehr. Gut, dann, Mike, was darf unsere Community sonst noch so da? Ja, die dürfen über die Glocken drücken, wo soll ich singen, wo wir mir sind, damit ihr alles mitkriegt, was wir mir so treiben. Und Steady-Abo natürlich abschließen, da uns voll gefreut, da uns die Arbeit erleichtern, weil wir buckeln und schaufeln wie die Verrückten, dass wir eigentlich richtig geiles Content zu erbringen. Aber man braucht mal ein bisschen Unterstützung, Leute, da muss ein wenig was gehen. Und natürlich auch mir gern kommentieren und so, das ist natürlich auch immer fein und sorgt, dass das da draußen lebendig seid und nicht irgendwelche Bots, die uns zuhören. Richtig. Wir lieben sowohl positive als auch negative Kritik. Die negative löschen wir dann oder wir machen mal uns über euch lustig, aber ansonsten lieben wir euch. Genau, lieben wir euch, so wie ihr seid. Genau, so schaut's aus. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Tübel.
jetzt muss ich noch was sagen, gell? Ah, ja. Der beste Podcast vom Kino. Viel Spaß im Kino, macht's gut. Servus und Habidere. Adieu.